Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Umbau- und Aufbau- und Abbauarbeiten gehen weiter. Wir bauen gerade noch eine sechste Pilzhöhle. In der letzten Folge ist diese hier fertig geworden und diese ist auch gleich soweit. Dann haben wir hoffentlich wieder genug Nahrung, denn ja, durch die vielen Kolonisten ist es ein bisschen knapp geworden in unserer Speisekammer. Wir haben hier nur noch 400 Pilze oder so. Das geht ja ruckzuck weg. Und deswegen wird es mal Zeit, ein bisschen aufzustocken. So, ich baue jetzt hier das mache ich nicht. Das ist Granit. Moment, wo haben wir den Sandstein? Da haben wir Sandstein. Ich baue hier jetzt mal Sandstein und werde auch diese hier durch Sandstein ersetzen. Das ist ja im Moment noch unser einziges Gefängnis. Und da werden wir auch die Tür. Aus Sandstein hier errichten. Und wir haben den Whirlpool erforscht. Das ist schön. Dann lasst uns doch als nächstes den Flachbildfernseher nehmen. Und dann können wir nochmal einen schönen Kinosaal bauen. So, setzen wir einfach drüber. Die Mod erlaubt das. Außerdem in der Gefängniszelle werden wir keinen Holzboden mehr haben, sondern einen Steinboden. Zwar nehmen wir einen, den wir sonst noch nicht so oft genutzt haben oder gar nicht genutzt haben. Nehmen wir hier das raue Kopfsteinpflaster. So, okay. Dann haben unsere Muffalos ein bisschen mehr Platz jetzt noch wieder fürs Gehege. Wir warten noch, bis alles abgebaut ist, dann werden wir hier das Dach entfernen. Und auch dafür sorgen, dass da Boden ausgelegt wird. Befehle, Befehle, Befehle. Ne, Zone. Zone. Dach abreißen. So, ich hoffe, dass da keiner bei zu Schaden kommt. Inspirierter Handel, LP. No Storage Space. Für was? Für die Sandsteinwolken schon wieder. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Steine mehr umarbeiten. Das Problem ist halt, es ist immer hässlich. Immer wenn die Leute... Und wir hätten diesen Platz längst auch mal für was anderes nutzen können. Das Steinlager ist einfach nicht groß genug hier. So, Befehle, Abbau. Das sind Stützpfeiler einfach nur. Damit uns hier nichts über dem Kopf zusammenfällt. Das wird ein neues Steinlager. Ich denke, dass das alles aufnehmen kann, was da liegt. Hoffe ich zumindest. Sollte aber. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn erst hier weitergemacht würde. Das ist zwar nett, dass jetzt da direkt angefangen wird, aber ich breche das mal eben kurz hier so ab, damit da erst an der anderen Stelle weitergearbeitet wird. Mika hat Roda Ballo versucht zu bekehren. Ne, warte mal, das machen wir. Das lassen wir so. Gefängnisbett weiter da hinten an die Wand. Meteorit-Stahlreste, ja, gerne. Nur mittendrin. Ja, egal. Ich beschwere mich nicht. Überhaupt nicht. Ist denn hier schon abgebaut worden? Wir haben hier was markiert. Ah, da wird gerade abgebaut. Da das Gold. Das wertvolle Gold. 197, das ist ordentlich.
So, hier ist das Dach ohne Schaden weggenommen worden. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass was passiert ist. Dann können wir da jetzt auch Erde hinlegen. Da schaut mal, Penoxicillin blockiert die Seuche auf Masuro. Ist unser Arzt also nicht krank geworden? Sonst wäre es jetzt möglicherweise zu einer Ansteckung oder Infektion gekommen. Hervorragend. So, wie geht's denn den Leuten eigentlich? Grippe leicht. Wichtig wäre mir die Immunisierung mal kurz. 81% Immunität, 59% Grippe, ja, also wie schnell das jetzt halt geht, ne? Ihr seht, das ist... Ah, hier ist die Immunität erst 64%. Grippe auch bei 58 schon. Das kann halt sein, dass einige Leute anders reagieren. Jetzt müssen wir mal gucken, woran es liegen könnte. Ja, hier ist die Niere zerstört. Hat die Niere was mit dem Immunsystem zu tun? Gute Frage. Blutreinheit, ja. Vielleicht liegt es daran. Wobei das natürlich eigentlich Bullshit ist, weil man auch im Real, also im echten Leben, mit einer Niere leben kann, ohne dass man jetzt irgendwie Probleme hat mit... Blutreinheit, also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich bin aber auch kein Arzt, von daher. Nur weil ich Dr. Wolfs jetzt heiße, heißt das nicht, dass ich Mediziner bin. Ich glaube, wir sind fertig hier. Ein kleines Stückchen noch, ernsthaft. Kommt, Leute. Sonst muss ich jemanden bestimmen, der das mal eben macht. Die übersinnliche Beruhigung hat aufgehört. Starke Festlichkeit durchführbar. So, ist das eine von uns? Welche denn? Tanzparty, starke Festlichkeit. Nein, das ist keine von uns. Die werden wir nicht durchführen, weil das eine fremde Ideologie ist. Und ihr wisst ja, das kann dann zu Problemen bei den anderen führen. Ach, Leute, kommt bitte, haut doch einfach diesen... Ja, Gott sei Dank, Düna kommt und macht's. Sehr schön. Danke, Düna. Jetzt können wir den Pilzkies reinlegen. Ja, hier sieht er auch schon schön aus. Kann sich doch keiner beschweren. Neues Jungtier bei den Muffalos. Hier kommt gerade offensichtlich ein bisschen Holz. Auch gut. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Und Maxidom müsste bald raus sein. 7 Stunden! 7 Stunden kommt Maxidom raus. So, wir haben Maxidom reingeschickt mit Alter 71 Jahre. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie rauskommt. Ich meine, das Alter ändert sich ja im Grunde nicht, ne? Also, oder? Naja, wer weiß. Das Alter dürfte eigentlich nicht sich ändern. Vielleicht kriegt man, oder ich hoffe, dass man eine Zusammenfassung vielleicht bekommt vom Behandlungsergebnis. Das wäre toll. Ich verlasse mich jetzt aber auch nicht drauf. Wenn wir hier die, also auch Brocken einlagern, dann bräuchten wir hier noch eine Tür. Das heißt, ich stelle das Ding mal hier hin. Die Lampe dahin und hier noch eine weitere Tür. Müssen wir warten, bis das Licht weg ist. Ein spezieller Handel. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, also ganz ehrlich, Leute. Karawanen, Quests. Ich habe jetzt mehrfach schon Versicherungen gehört, dass das alles auch besser geworden ist. Und ich stelle das auch nicht in Frage. Ich glaube euch, dass das besser geworden ist. Nur ist das nicht das, was ich mir von diesem Spiel, was ich da für mich raushole, was mir gefällt.
finde ja gut, dass man in diesem Spiel die Freiheit hat, so zu spielen, wie man möchte. Oder den Fokus auf die Dinge zu legen, auf die man jetzt besonderen Wert legt. Übrigens sind unsere Leute schon wieder gesund und raus aus dem Bett, außer Atze. Wieso liegt die denn jetzt hier? Die ist doch wohl nicht aufgestanden, oder? Oh, die ist aufgestanden. Die ist irgendwann unterwegs gewesen. Dabei hat die eigentlich Bettruhe. Als hohe Prio, ne? Das ist ja das. Alle haben Bettruhe als Prio 1. Das kann eigentlich nur durch Feuerwehr überschrieben werden. Und, die ist aber aufgestanden gewesen. Aber die Immunität ist bei 95, die Krankheit nur bei 86. Atze wird auch durchkommen. Da mache ich mir keine Sorgen. So, Dynas Glaube ist von 81 auf 86, 68 gefallen. Das ist ein sehr mächtiger Rekrutierungsversuch gewesen. Wow, Wahnsinn. Phoenix Eye, gut gemacht. Wir könnten jetzt das hier direkt nochmal hinterher schieben. Was ich auch mache. Jetzt ist der Glaube nur noch 42%. Und wenn wir jetzt noch ein Bekehrungsritual hinterher schieben, dann müsste eigentlich, dann müsste Düner, wenn alles gut geht, schon unserer Ideologie angehören. So, Pilzkies ist da. Dann hier wird jetzt die letzte Anbauzone und ich denke nicht, dass wir noch mehr Pilzanbaugebiete dann brauchen. Schauen wir mal. Und Maxi Dobat Stufe 13 in Konstruktion. Das ist immer gut, weil dann werden die einfach schneller. Und das Scannen müsste jetzt halt jemand echt nochmal priorisiert machen. Die Frage ist, wer? Vielleicht Waschbär? Ja, Waschbär macht es eigentlich eh schon, wenn nicht gerade gereinigt wird. Da machen wir Reinigen jetzt auf, oder wir machen das auf, wir lassen das auf 2 und machen Scannen auf 1. Ja gut, dann wird eh nur gescannt. Aber ist egal, lass erstmal scannen. Ich will jetzt erstmal was finden auch. Die Flachbildfernseher sind da. So, erweiterte Fabrikation für die ganzen richtig tollen, fortschrittlichen Bauteile. Oder vielleicht sowas hier, impulsgeladene Munition für unsere, für Impulsgewehre und Impulslanzen. Oder das Urangeschossturm. Wir machen mal das hier, die impulsgeladene Munition. Vielleicht steigen wir dann halt nochmal um. Wir haben auch übrigens schon eins fertig, ein Präzisionsgewehr. Ich frage mich gerade, wo sind die anderen? Jetzt liegen hier die ganzen unfertigen Bauteile. Von den Gewehren, das ist natürlich nicht so gut. Um es mal milde auszudrücken, ist das sogar richtig schlecht. Aber immerhin, hier, Moment, hier ist die unfertige Terrorskulptur von Doc Snyder. Und hier ist halt noch die zweite, oder hier ist schon die zweite Skulptur. Jetzt ist die Frage, macht er mit seiner Skulptur dann weiter? Ja, macht er sogar, okay. Dann machen wir die jetzt erstmal fertig, oder? Das finde ich ist schon wichtig. So, wenigstens eine Skulptur mal haben. Das ist dann die Unterdrückungsskulptur. Und die stellen wir dann, weiß ich nicht, die stellen wir hier hin oder in diesen Raum einfach. Weil da sind sie immer einmal drin tagsüber. Da ist sie. So sieht die aus. Wie so ein. Ja. ich stelle die hier hin. Die laufen ständig rein, raus. Das ist perfekt für die. Ein menschengroßes Stück Material, das zu einer bedrohlichen Figur geformt wurde. Sklaven, die sich in seiner Nähe aufhalten, werden Angst verspüren. Das ist sogar gut, weil Waschbär jetzt hier auch scannt die ganze Zeit. Also eigentlich perfekt. So, was ist das denn? Ja, ach, der Hopfen ist da. Oh, der Hopfen muss gekühlt werden, Leute. Hopfen muss gekühlt werden. Rohstoffe, pflanzlich. Hopfen. Und hier raus. Jetzt könnt ihr die alle umschlören.
Hätte das aber gleich da eingebracht. Gut, war aber meine Schuld. Das war ja gar nicht erlaubt. So, jetzt können wir anfangen, Bier zu brauen. Das geht noch nicht hier an der Brauerei. Hier können wir später dann aus der... Ne, hier müssen wir doch... falsch, genau. Also wir müssen jetzt hier aus dem Hopfen Bierwürze mischen. Bierwürze muss übrigens auch gekühlt werden. Deswegen können wir die auch gleich hier aktivieren. Das ist dann Rohstoffe hergestellt. Drucken. Nee, eigentlich nicht. Da ist die Bierwürze. Die ist schon eingestellt. Die darf da schon rein. Frage ist, darf die auch hier rein? Darf sie nämlich dann eigentlich nicht? Toll. Ey. Ja, da darf sie nicht rein. Okay. Gut, also Bierwürze hier schön kühlen. Und dann muss die Bierwürze in Fermentationsfässer. Und in dem Raum muss dann auch noch eine bestimmte Temperatur herrschen. Das heißt, er darf nicht zu warm und nicht zu kalt werden. Da werden wir wahrscheinlich das erstmals dann einen Raum vollständig klimakontrolliert hier durch die Hygienemod uns bauen. Jetzt machen wir das erstmal und zwar ja für immer. Wir mischen alles an Bierwürze, was wir haben. So. Ja, Phoenix Eye hat nochmal Düner versucht zu bekehren, ist von 40 auf 26 gefallen. Wow, also ich muss sagen, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt das auch an der Ideologie, der Düner momentan angehört, dass die sich leichter bekehren lassen. Das ist hier der Herr der Ethik. Jetzt müsste man sich das angucken. Es kann sein, dass die zum Beispiel offen sind. Aus irgendeinem Grund kann ich es jetzt nicht so ohne weiteres finden. Die sind halt neutral, was Gedankenvielfalt angeht. Vielleicht liegt es daran. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht das recht schnell. Und wir müssen mal gucken, Maxidom müsste doch längst raus sein aus der Kapsel. Ist raus. So, jetzt ist sie ja immer noch 73. Was hat jetzt diese Verjüngung gebracht? Ich meine jetzt ernsthaft mal. Ist immer noch gebrechlich? Immer noch taub? Moment. Jetzt ist dieses Ding abgestimmt auf Maxidom. Sanitäterzyklus. Also das ist jetzt vorbereitet. Moment mal. Okay, jede Kapsel wird auf ihren Benutzer biologisch abgestimmt. Dann hat das Abstimmen jetzt offensichtlich einfach mal 7 oder 8 Tage gedauert. Und jetzt ist die noch für diesen Zeitraum abgestimmt. Heißt das, dass kein Zyklus aktiv? Ich weiß auch nicht, Leute. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Dinger ein Reinfall sind. Weil was hat sich jetzt getan? Für mich nichts. Für Maxidom auch nicht. Und jetzt ist das Ding zwar auf sie eingeprägt für noch weitere 58 Tage, aber Ich kann jetzt halt einen neuen. Ach ja, mache ein. Da steht's. Oh mein Gott.
mache ein Jahr der Alterung rückgängig. Ein Jahr! Okay, darum steht hier auch 74 in Klammern und die ist jetzt 73. Wow. Ey, ganz ehrlich? Das ist ja echt der größte Mist. Hier, damit könnten wir gebrechlich heilen. Das dauert halt 25 Tage. Das sind fast zwei ganze Quadrums. Also Quartale. Finde ich nicht so prickelnd, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Werde ich es definitiv nicht machen. So, wir haben unseren rauen Steinboden. Den setzen wir jetzt hier auch rein. Böden. Können wir schon mal mit anfangen. Ist so große Fläche. Oder wir nehmen hier die Steinplatten. Nee, Steinplatten sind eher was für draußen, finde ich. Wir bleiben bei denen. Wo sind sie denn jetzt? Da, raues Kopfsteinpflaster aus Sandstein. Die letzten... Ach, das kann ich so auch machen, weil die Mod das Überbauen erlaubt. Das heißt, die würden das wahrscheinlich eh abreichen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht die Stützen überschreibe. Ich weiß nicht, ob mir die Mod so gut gefällt. Aber gut, erstmal machen wir das so, dann kommen da die ganzen Steinbrocken rein und dann werden wir hier diesen Bereich wahrscheinlich umfunktionieren und ich weiß noch nicht in was. Vielleicht in ein Gefängnis, wer weiß. Ich weiß es wirklich noch nicht. Und wir müssen auch noch ein Gästequartier bauen. Und oh mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. Unglaublich. Erstmal bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.